Wir sind in F1 2015 angelangt, in unseren F1 Flashback Road to F1 22. Wow, ist das lang. Und wir sind hier natürlich in einem mega coolen Spiel. Man hat das jetzt umgedreht. Und zwar, ja, muss man sich zuerst die Strecke nehmen. Kann man mehr nehmen? Ja, kann man. Das ist natürlich toll. Erspart natürlich einiges an Zeit. Wir werden natürlich wieder Belgien fahren. Und, oh, 19 Slots, also man könnte theoretisch den kompletten Kalender von der 2019 Season fahren. Meiner Meinung nach ist das das schlechteste Formel 1 Game für mich aller Zeiten. Sorry, no front oder so, aber ich mag das Game nicht so besonders. Aber natürlich, vielleicht kann ich mich jetzt nach ein paar Monaten, Jahren, whatever, mich dafür begeistern lassen. Falls ihr den letzten Teil nicht gesehen habt und euch wundert, warum wir jetzt ins 2015er Game gesprungen sind, ehrlich gesagt, zeittechnische Gründe. Noch dazu liegt Formel 1 2012 natürlich 10 Jahre zurück, also war das ein mega Flashback und jetzt werden wir alle Xbox-Versionen durchgehen, das heißt 15, 16, 17, 18, 19 und 20 bis Sonntag und am Montag kommt dann nur ein Goodbye Formel 1 2021. So, und natürlich werden wir Belgien und Brasilien natürlich, okay, so. Und ja, wir werden uns auch hier wieder ein bisschen was aussuchen. Das Coole ist, wir müssen nicht sweaten, wir sehen einfach, oder reingehen, wir sehen, dass hier Mercedes natürlich Lewis Hamilton das erste Mal und Rosberg hat. Hier noch Daniel Kwiat und Daniel Ricciardo, also der Abgang von Sebastian Vettel, ja 2015 zu Ferrari, Felipe Massa und natürlich auch Valtteri Bottas, zwei richtig gute Fahrer damals schon, Kimi Räikkönen, Vettel, auch bei McLaren, Fernando Alonso mit seinem bombastischen Helm und Jenson Buttons, letzte Season, glaube schon, weil ich glaube 16 ist dann Stoffel gekommen, auch bei Racing Point gibt es Nico Hülkenberg und Checo Perez, der hat auch nicht geglaubt, dass noch einmal so einen Sprung in seiner Karriere nach oben machen wird, auch hier, oh mein Gott, Max Verstappen und Carlos Sainz in ihrer Debüt-Season, beide das erste Mal da gestartet, Lotus F1 Team, Pastor Maldonado und Romain Grosjean, bei Sauber haben wir Markus Eriksen und Felipe Nasr. Und bei Manor Racing Will Stevens und Roberto Merhi, falls euch die Namen noch was sagen, auch beides One-Hit-Wonder. Wir werden mit McLaren fahren und zwar mit Jenson Button, einem der besten für mich Fahrer aller Zeiten. 266 Grand Prix zu diesem Zeitpunkt, 15 Mal hat er gewonnen, 50 Podien und natürlich der Weltmeistertitel. Aber jetzt nicht zu lange aufbauschen, 3 Runden wie immer. Bereits 1925 sind in Belgien, in Spa-Francorchamps mit, im Jahr 2015, das ist schon unfassbare 7 Jahre her, dass dort, ja, mit der Formel 1, also halt die 15. Season, oh, das war doch sehr lame und das meine ich auch, man hat sich nicht viel Mühe gegeben bei dem Game, ist natürlich auch, das ist schon okay, man geht natürlich vom letzten Platz weg, wir werden, ich habe uns dann auch nicht gesehen irgendwo. Na natürlich, die Hybrid-Ära, Hamilton vor Rosberg, das ging auch die kompletten Jahre so. Setup-technisch habe ich nicht viel zu bieten, Monaco trocken, werden wir nicht unbedingt brauchen. Egal, wir werden mit dem Setup fahren, was wir haben. Los geht, och du Kacke, was ist denn das für eine Kamera? Ach du Scheiße, kann man die noch irgendwie ändern? Ah ja, so geht das. So, ich drücke mal das Gas. Ja, okay, das ist auch krautenhässlich, aber es geht. Und wir haben hier einen bombastischen Start, Leute. Alter, das Force Feedback ist krank und ich weiß nicht genau, wenn wir bremsen müssen. Aber das, ich finde die Kamera, ja, nach längerem Angucken nicht so schlimm. Also, ich finde es ein bisschen blöd, dass es immer so zuckt beim Rauschbeschleunigen. Ich möchte noch kurz mal gucken, welche Zahl wir hier haben. Gibt es hier schon den Fotomodus? Ich glaube noch nicht, oder? Nein. Aber wir können... fuck, das geht noch nicht. Oder doch. Welche Nummer haben wir? Die Nummer 22. Jenson Button. Also mit der 22. Das war ja dann auch neu, dass man das aussuchen kann. Oh mein Gott. Alter, das sieht aber verdammt realistisch aus. Auch das Funksystem, ziemlich cool. Und ja, okay, das gibt's noch mit dem Pfeilen hier. So, Daniel Ricciardo an seinem... Der war auch mega stark in der Season. Ja, nehmen wir auch gleich mal Grosjean mit. Der war auch eigentlich immer gut. Ein bisschen unterschätzt, der Fahrer. Ja, wir werden wieder runtergehen. Meiner Meinung nach war auch Jenson Button immer ein bisschen unterschätzt. Er war echt ein cooler Fahrer.
nicht nur James Button, ich meine natürlich auch Cruchon. Der, oh mein Gott, Kimi, was machst du denn hier? Ach du Kacke. Oh mein Gott, das Bremsen ist echt hardcore. Das der komplette Controller fängt richtig hardcore zum Vibrieren an, wenn man bremst. So, und runter hier. Double Gouge. Und die geht jetzt sogar Vollgas. Nicht wie in Formel 1 12 gestern noch. Geht's heute mal Vollgas. Im Windschatten robben wir uns hier dran. Das war sehr hardcore. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid, Kimi. Nice. Green Flag, okay. Die Stewards waren anscheinend nicht zimperlich. Die waren da. Alter, das ist ja richtig. Ich glaube, noch ein paar Runden hat man das Handling drauf. Aber ich mag das schon irgendwie. Wieder gelb, das waren diesmal nicht wir. Ja, ich will immer das ES aufdrehen oder auf Hotlap und so aufdrehen, aber das geht leider nicht. Ja, ich glaube, in denen sind wir auch so langsam. Ich drehe mal auf Standard drauf. Wir kommen nämlich da jetzt vorne nicht mehr mit, richtig. So. So, da, oh mein Gott. Ach du Kacke. Setup-technisch kann man, glaube ich, nichts ändern, oder? Kann man hier den Frontflügel lösen? Ja, doch, das geht. Bremsen. Vordere Verteilung. Gut, ich weiß nicht, was das jetzt bringt. Aber ich glaube mal, ja, wir werden ein bisschen mit dem Benzin spielen müssen, um da nach vorne zu kommen. So, lala. Fett mal. Rouge rauf. Das könnte was werden, Leute. Und hier im Wien. Ach, das Gott, schau doch mal das an, wie der wegzieht. Es gibt sogar links ein Ziel, was wir mindestens werden müssen. Den 9. haben wir schon mal. Aber, alter, Mann, Wasser. Der fährt mit dem Williams. Ja, ich glaube, das waren auch die einzigen 2-3 Jahre, wo der Williams richtig gut ging. Das war im 2012. Aber ja, es sind ja auch nur 2 Jahre, die wir hier übersprungen haben. Nein, das sind mehr. Es sind 3 Jahre, die wir übersprungen haben. Und runter hier. Und ich glaube, dass Rosberg hat den Start gewonnen. Das ist mal eine interessante Sache. Obwohl in dem Jahr doch Hamilton Weltmeister geworden ist. Die zwei hatten sich echt immer geliefert. Es war danach nie mehr so wie zwischen den beiden. Weil zwischen Valtteri und Hamilton war ja, eigentlich eine Verbundenheit da. Ich will nicht sagen Freundschaft, weil ein Freund bei Freundschaft muss man auch mal was geben und nicht nur nehmen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die beiden sich echt da nichts geschenkt haben. Gerade 2016. So, wir gehen hier Wheel on Wheels, schicken hier Hamilton ziemlich weit und übernehmen den zweiten Platz. Eine Sekunde waren wir schnell im zweiten Sektor. Das ist gut, das ist sehr gut. Und vielleicht können wir in Busstop rein Nico Rosberg attackieren. Wir sind im Windschatten, wir sind auf jeden Fall im Windschatten. Und ich habe sogar Benzin gut gemacht, also das sollte reichen. Oh, der ist aufgesessen, bist du... Und wie früh der bremst. Und wie früh der bremst. Und jetzt habe ich mich verbremst. Okay. Egal. Aber wir gewinnen den Grand Prix. Hier in... Oh, jetzt wird es auch DS geben. Der Benzin war aus. Aber egal. Das Benzin war aus. Egal. Wir gewinnen mit Jenson Button hier einfach den großen Preis von Belgien. Der ist irgendwie richtig hässlich, das Auto. Ich will jetzt nicht fronten, wie gesagt, das Auto ist grottenhässlich. Aber es war natürlich auch der Grundstein für die Fahrer. Ja, letztes Jahr hat man ja gesehen, der McLaren war in seiner höchsten Form mit Rosberg und so weiter. Mit Norrie und Ricciardo war ja der auch in der Höchstform. Natürlich muss man sagen, Jenson Button, auch Fernando Alonso damals, die haben den Grundstein für das jetzige Auto gelegt. Ich freue mich schon jetzt auf Brasilien und es gibt sogar eine Wiederholung, also das ist ziemlich cool, dass die nach dem Rennen gespielt wird. So, meine Freunde, und willkommen hier nochmal aus dem José, aus Brasilien, okay, aus Brasilien kommt. Willkommen hier noch einmal aus dem José Carlos Pase, genau so heißt die Rennstrecke, und es ist wirklich einfach nur toll hier. Wo werden wir starten? Auf 16 wieder, Fernando sogar auf 18, der Arme, Valtteri wieder auf 10, auch eine coole Aufstellung, aber ja, ich meine, mich juckt es nicht, wo wer startet. Wir starten direkt rein mit unseren, ja, schon lieb gewonnenen McLaren, lässt sich auch sehr gut steuern. Los geht's, wir werden hier mal, oh mein Gott, der Start war richtig gammelig. Erste Kurve, immer ein bisschen schwierig hier. Gerade auch in den 15er-Zeiten. Oh mein Gott, Alter. Den Microsoft McLaren hat es ein bisschen weggedreht.
Und ja, wir können hier ein bisschen profitieren von den Fehlern der anderen. Links hat sich einiges getan, die Mauer ist nach innen gewandert. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich die Boxen einfach sicher nicht geändert hat, weil das hat mich wirklich jahrelang aufgeregt. Aber jetzt hier mal zurück. Ja, das ist echt ein bisschen tricky hier. Mann, Perez, was machst du denn? Fährst du auf der zweiten Spur und bremst dann wie ein Volltrottel. Alter, Alter, die Schilder sind doch was für Blinde. Das 50-Meter-Schild ist größer als mein Auto. Da bist du narrisch. Alarm! Alarm! So, ja, genau. Und hier rein, die lassen sich, nach ein, zwei Versuchen, lassen sie sich echt gut steuern. Ricardo auf dem 7. Platz, wieder so weit hinten. Quiert, der Goat ist so weit, ah, okay, deswegen geht's auch so gut, weil ich hier natürlich fett, oh mein Gott. Okay, ja, Ricardo, ich lasse dir den Platz natürlich, sorry. Ich will nicht, dass es heißt so, ich frost mir auf der Track und so, auf das habe ich keinen Bock. Sollen wir mal eine Retro-Season wagen? Ich würde es richtig feiern, glaube ich. Ja, wenn ich auch eher weniger. Ja, okay, Ricardo kommt hier wieder innen durch. Alter, den Dreierkampf hier zwischen Kimi Räikkönen, Kwiat und Massa. Und jetzt, ja, crashen wir hier sozusagen die Party. Ich fahre eine andere Linie, mehr Schwung mitzunehmen, um hier sich in den Windschatten. Alter, guck doch mal unten links in die Map. Guckt mal, wie weit die Mercedes schon wieder weg sind. Und ja, Kimi wird hier langsam zum Lokführer. Hat sich der einen Frontflügelschaden oder so zugezogen? Das ist nicht schön, wie der uns da einbremst. Ich glaube, das Podium. Ja, okay. Kein Flügelschaden, obwohl der Schaden an ist. Das tut mir verdammt leid, Massa, bei einem Heim Grand Prix. Aber da, dass nichts hin wurde, das grenzt schon nahezu an. Okay. Yeah. Habt ihr... Nein, wir gucken uns das bitte nochmal an. Habt ihr da diesen Wumms an Massa gesehen? Und dann passiert das hier. Mich dreht's weg und... Genau, hier. Hier reiße ich mir den Flügel runter. Habt ihr das gesehen? Was? Alter, die Replay geht so schnell. Ach du Scheiße. Es tut mir so leid, ich habe gar nicht aufgepasst. Ich habe so auf die Zeit geguckt. Also eine coole Überholmöglichkeit hier. Man ditcht den Vollgas hinten drauf, verliert nicht mal einen Flügel. Und ja, kann einfach ohne irgendwas straight weiterfahren. Ich meine, ich empfehle es jetzt keinem. Das ist natürlich scheiße und unfair. Aber auch das Problem hier hatte ich schon in Formel 1 2012, dass ich immer wieder die Kurven nicht richtig bekommen habe. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach zu spät bremse, das Setup jetzt nicht hundertprozentig da ist. Aber ich glaube, wir könnten Sebastian Vettel noch das Podium strittig machen. Alter, okay. Ja, okay. Im Winter. Yes, Mann. Genau den gleichen Fehler wie Kimi vorhin. Außen. Und es reicht. Es reicht, Leute. Sogar Lila im zweiten Sektor. Ich glaube, wir könnten hier sogar noch einmal... Ja, genau. Bei dem Mercedes wird schwierig, aber wir haben es geschafft, hier dran zu kommen. Oh nein, der Benzin ist aus. Fuck. Nein, der Benzin ist aus. Ich muss ja abdecken. Hoffentlich gibt es keine Strafe über Fernando Alonso. Schnellste Rennrunde. War das schon die Runde? Ja. Das war's, Leute. Guckt euch dieses verdammt gute grafische Game an. Ich meine, ich bin ein Riesenfan von Formel 1 2012, aber bei 15 haben wir einen richtigen Grafiksprung gemacht. Bei 15 gab es dann einen richtigen Grafiksprung. Jenson Button hier, ein wahrer, cooler, mega genialer Fahrer. Ich weiß nicht, ich mag ihn so. Er hat einfach Bock gemacht. Und ich glaube, Rosberg hat uns da abgezogen, weil den Punkt für die schnellste Rennrunde gibt es noch nicht. Also glaube ich auch, dass uns Nico hier abgezogen hat beim Sao Paulo Grand Prix 2015. Gucken wir uns mal an. Nein, es waren 3 Punkte. Schade, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen kommt dann Formel 1 2016. Eines meiner besonderen Lieblingsgames neben Formel 1 2020. Aber macht gerne das Plus weg. Nächste Woche werden wir natürlich auch in Formel 1 22 Vollgas reinstarten. Also bis dahin, bis morgen oder später auf TikTok. Schaut doch gerne vorbei. Benutzt den Channel kostenlos. Bis zum nächsten Mal und ciao.